Yeah! Come on, yeah! Die Umwelt möchte, dass Sie das lesen. Retten Sie den Planeten. Praktische Tipps für jeden Tag. Bitte helfen Sie der Umwelt. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack. Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich grab weiter. Warum graben wir so tief? Ich brauche keinen Lebenslauf. Nur einen Ort, Clara. Hey, ich beginne eine Suche und Informationen sind das Ergebnis. Ich kontrolliere den Inhalt nicht. Okay, Helena. Nun zu dir. Ja, ich... Sicher, aber... Ich kann doch nicht... Aber ich... Ich kann nicht... Scheiße... Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Scheiße, ich will... Abwarten. Okay, alles klar. Aber warum denn? Ja. Ja. Onkel Angie. Helena, brauchst du wieder Konzertkarten? Nein, da kam so ein komischer Anruf. Ich glaube, die Cops suchen nach dir. Was? Weil du mich angerufen hast, haben sie jetzt eine Spur. Leg sofort auf. Hab dich. Wo bist du, Angelo Tucci? Da bist du ja. Angelo Tucci. Der Mann organisiert den Gefangenentransport für meinen Zeugen. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na, Glück dabei. Ich werde langsam nervös, Pian. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Gut. Thank you.
klar, Sir. Okay, sieht aus, als hättest du dir ein paar Feinde gemacht. Gut, mehr als nur ein paar. Da kommt echt Riesenärger. Hat jemand mit? Brauchen Hilfe! Sir. Bin dran! Verstärkung ist da! Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche eine Karte von dem Knast, dann wieso ich nicht, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauch mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß. Ich verarsch dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy.
Verdammt, Mann! Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert, mit Blooms neuester Technik. Netzwerkloks, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen. Pierce. Aiden. Smith! Ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Plan. Und melde mich dann.
anhalten! Look! Seid ihr bereit? Es geht um verdammte Gedankenkontrolle. Im Ernst. Deshalb haben
Jordi, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Trotzdem ziemlich cool, oder? Das CTOS sammelt Informationen über wirklich jeden. Und wir können damit spielen. Aber Schatz, muss los. Bis später. Automatisierung. Kilis Gehalt haben sie schon gekürzt. Scheiße, Mann. Totale Scheiße. Wenn ich mich nicht irre, hatte der Typ seinen eigenen Picasso im Gesicht. Komisch, was? Da hässlich wie die Nacht. Die aber leicht zu erkennen. Was er ist irgendwo hier oben. Lucky will kein Risiko ein. Planänderung. Unser Gefangenentransport schlug fehl. Also bist du Plan B. Und was sollen wir vielleicht tun? Was immer es braucht, damit der Kerl redet. Alles klar. Wir waren Familie, Mann. Ich glaub den Scheiß auch nicht. Meine gestellte Hinrichtung. Die ist so blöd. Hallo. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwortet oh, mir! Oh Mann, mir halt mal das Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Anwalt. Nicht! Nachdem wir mit dir was fertig habt ihr vor? Sind. Ich gehe nicht mit zur Korruption. Halt dein scheiß Maul! Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Also, das ist ein Problem. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller, die sind im Keller. Da!
Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst. Pass auf. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Nein, ich sag's doch. Es mag ein Ding. Wir wurden gerufen, Mann. Wir wurden gerufen. Lüg mich nicht an. Wir haben dich doch gewarnt. Glaubst du, wir machen dich nicht kalt? Ich kann das nicht. Bitte, meine Schwere. Dein Kumpel, was ist passiert? Wo ist der jetzt? Maurice? Ich weiß es doch nicht. Wir haben ihn. Vielleicht ist er unten. Wer sind die? Ich weiß es nicht. Nochmal, gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Aber du hast gut hingesehen, oder? Mach dir selber nicht das Leben schwer. Ich hab ihn. In Deckung! Beamter verletzt! Willst du wirklich den gleichen Tag nach Hause kommen? Aus der Schusslinie! Hab ihn da drüben gesehen. Köpfe runter! Los, schenk ihn zurück! Ruf den Notarzt, ein Verletzter! Ich hab Probleme! Jetzt schön mit. Geh wieder in Deckung! Da schießt einer! Du schießt auf meine Panzerung!